Ja, grüß euch, liebe Freunde der Kulinarik. Ein herzliches Hallo aus der Kantine in Bad Reichenhall, Schrägstrich Berchtesgadener Land, Schrägstrich Corona Hotspot in Deutschland. Hört im ersten Moment vielleicht ganz witzig an, ich kann euch sagen, das ist es aber nicht. Corona und die dadurch entstandenen regionalen Maßnahmen zwingen unsere heimische Wirtschaft ganz schön in die Knie. Und ich glaube, mit Fug und Recht kann man behaupten, dass die Gastronomie und Hotellerie wieder am meisten darunter leidet. Jeder geht mit der Situation anders um und so konnte ich sehen, dass sehr viele Gaststätten und Restaurants wieder ihre Abhol- und Lieferservices an den Start gebracht haben. Darunter sind ganz viele tolle Fachkolleginnen und Fachkollegen, um ein paar zu nennen, ob das der Zirgler Markus alias Zirgler aus dem Pfaffer ist, der Christoph, der Berger im Heimgarten oder in der Staufenbrücke unten, die Tina und der Sven. Ich kann nur an euch, liebe Bürger, die in der Region appellieren, bestellt's, was das Zeug hält und genießt es, damit es uns allen ein bisschen geholfen. Was uns in der Kantine betrifft, wir nutzen die etwas startere Zeit dafür, dass wir abends unsere Konzepte ausarbeiten und ganz viele Sachen an den Start bringen. Und ich kann euch nur eins sagen, ab dem Winter 2020 erwarten euch ganz viele tolle kulinarische Überraschungen auf euch. Diese Woche wäre Corona nicht wieder so hart auf uns eingeschlagen, hätten wir als Wochenspecial hier in der Kantine eine rosa gebrannte Barbarie-Entenbrust mit einem bekannten Kürbiskraut und Innviertler, sprich oberösterreichische Grammelknödel gehabt. Und wenn man dacht, wenn wir schon nicht liefern und zum Abholen bereitstellen oder ihr zu uns einerkämmer kennt, dann zeige ich euch vielleicht mit ein bisschen Profi-Tipps, wie man das Ganze zu Hause zubereiten kann. Also, dann legen wir gleich mal los. Fangen wir gleich mal mit dem Hauptakteur an. Und zwar ist es die Barbarie-Entenbrust. Kommt aus Frankreich das Ganze. Schaut so aus, jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Was muss man beim Einkauf darauf achten? Ganz einfach, wenn man es dann zu Hause hat, diese Entenbrust, einfach mal schauen, ob noch irgendwo Federn drauf sind und falls noch irgendwo Sehnen oder eine Silberhaut vorhanden ist, die einfach mit einem scharfen Messer entfernen. Pass auf, schneidet euch nicht. Das Ganze dann unter etwas lauwarmem Wasser abwaschen, sauber trocken tupfen und eine Stunde oder zwei Stunden auf Zimmertemperatur temperieren. Wir starten damit, dass wir eine Pfanne, sagen wir mal, bei kleiner oder mittlerer Temperatur aufstellen. Ich habe da schon mal eine Pfanne vorgeheizt. Je nach Qualität der Pfanne, die ihr zu Hause habt. Normalerweise bringt die Entenbrust so viel Fettschicht mit, das ist wie beim Speck, wenn es ihn auslasst. Da braucht es gar kein Fett oder Öl in die Pfanne reintun. Aber wie gesagt, je nach Qualität und wie die Pfanne nur beieinander ist, reibe ich die gern mit einem Tropfen Öl aus. Man weiß ja nie, ob der Lebenspartner die mit der Flex putzt hat in der Spüle oder sonstiges. Also von dem her bildet das Öl dann wenigstens einen kleinen Schutzfilm zwischen dem Bratgut, in dem Fall der Entenbrust, und der Pfanne. Die legen wir hier schön rein. Ganz wichtig, egal was man anbrät, das Grill-Bratgut immer von einem weglegen. Ja. Sollte irgendein Öl aufploppen, dann kriegt es nicht direkt ab und ja, tut ja auch weh, nicht wahr? Je nach Größe, ich meine, so eine Entenbrust unterscheidet sich immer wieder, mal 50 Gramm mehr, mal 100 Gramm weniger. Das kann man nie genau sagen und eine richtige Faustregel gibt es nicht. Ihr werdet mit der Zeit Übung drin kriegen und Erfahrung sammeln. Ich sage mal, 8 bis 10 Minuten dauert es jetzt auf der Hautseite, bis das Fett ausgelassen ist und die Haut schön beginnt groß zu werden. Ja, man sieht jetzt schon langsam, wie das ganze Öl hier ausläuft. Bis das Fett austritt. Ja, nicht, dass irgendein Fachkollege draufkommt, der muss mir in die Kommentare verbessern, das wollen wir nicht. So, in der Zwischenzeit erkläre ich euch einfach jetzt einmal das bekannte Kürbiskraut, was wir angesetzt haben. Das habe ich natürlich jetzt schon mal vorbereitet, weil das Ganze wird ein bisschen den Rahmen sprengen und ich möchte euch da nicht jetzt 20 bis 30 Minuten langweilen. Nehmen wir mal das auf Zeiten. Sagt der Marco hinter der Kamera noch besser rein. Grüß dich Marco im Übrigen nochmal. So, das temperieren wir jetzt ganz leicht, weil ein bisschen dauert die Ernte ja noch.
Ja, das Ganze ist ein bisschen eine steirisch-kreine Anekdote, das Kraut. Wir haben das gemacht, bis soweit dann ich. Am Vortag habe ich das angesetzt. Das heißt, ich habe mir einfach einen heimischen Kürbis und einen heimischen Spitzkohl gekauft. Der Kürbis war Hokkaido. Den kann man ja für viele Sachen wie Suppen, Soßen oder sonstiges, kann man den mit Schale verwenden, wenn man sich gescheit säubert. In unserem Fall, ich wollte einfach bloß das Fruchtfleisch. Das heißt, von dem her bin ich hergegangen und habe den geschält. Habe dann mit einem Sparschäler schöne Blättchen runtergezogen und habe die dann in feine Streifen geschnitten. In der Fachsprache nennt sich das Ganze auch auf Französisch Julien, wie der Koch weiß. Den Spitzkohl habe ich einfach die äußeren Blätter entfernt, ganz fein gehobelt und habe das dann zusammen in einer Schüssel gesalzen, leicht beschwert und über Nacht ziehen lassen. Das kennt man ja bestimmt aus Bayern auch vom Radi, wenn man so schön sagt, dass der Radi rährt. Und in dem Fall ist das auch so. Die Zellulose bricht im Gemüse. Die Flüssigkeit, sprich das Wasser, tritt aus. Und dann haben wir nicht die ganze Flüssigkeit verbessernd dann im Gemüse am nächsten Tag. Nebenbei schauen wir natürlich ein bisschen auf die Anten. Jawohl, das läuft super. Bei der Anten bitte ja keine Hektik walten lassen. Das kann ruhig meditativ sein. Die Entenbrust ist so ein tolles Produkt. Schaut immer drauf, dass ihr natürlich qualitativ hochwertig und nachhaltig einkauft. Und dann lasst euch Zeit damit. Ich meine, ihr macht es für eure Liebsten, das ist ein Festtagsschmaus. Von dem her, lasst euch die Zeit. Das dauert heute halt mal 10 Minuten, aber es ist es wert. Jetzt haben wir mal, glaube ich, 3 Minuten um. Es fängt so langsam an, aber es ist noch nicht viel passiert. Damit das Ganze auch schön knusprig wird, ihr werdet es dann nochmal sehen, habe ich das Ganze dann, nachdem ich es abgetupft habe, trockentupft habe, die Entenbrust, habe die rautenförmig eingeschnitten mit einem scharfen Messer. Wichtig ist dabei, bitte nicht zu tief reinschneiden, nicht die Haut mit verletzen, weil dann das Gargut, also die Entenbrust, ungleichmäßig im Ofen, wo es danach noch reinkommt, gar zieht. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das durchgehend schön rosa ist, auf den Punkt gegart ist, und das würdet ihr damit ja ein bisschen verunglimpfen, sage ich mal. Obwohl man sagen muss, dass bestimmt 90% der Köche im Stress der Küche ins Fleisch mit reinschneiden, und mir ist es auch schon oft genug passiert. Nebenbei kann man schon immer langsam das austretende Fett über die Fleischseite drüber gießen. Das heißt, im Endeffekt parfümiert man die Ente mit dem eigenen Geschmack. Und wenn man sagt, man braucht null Flüssigkeit, Öle oder Fette dazugeben, schauen wir einer, Marco. Im Übrigen, werden Sie alle fragen, Marco, 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 ja, welcher Marco? Also der Marco, der da spontan hinter der Kamera steht, ist der Inhaber von der Werbeagentur Bolz hier in der Region. Der ist da ganz spontan, ist er dahergekommen, wo ich gesagt habe, Marco, ich brauche dich und eine Kamera und Ausstattung, hat er gesagt, er kommt mit Kamera und Ausstattung, und so ist es passiert, das Ergebnis seht ihr heute. Der Marco macht von Hochzeitsaufnahmen, Firmenfeier, der Marco, Filmen, Fotografieren, alles, eigenes Studio, also wir blenden das dann in, sage ich mal, 5 Minuten, während die Ente chillt, mit der ich nicht langweilen, mit den 20 Minuten blenden wir mal kurz Marco seine Daten ein, damit ihr da was habt, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt. Jawohl, die Hälfte unserer Hautseitenbraterei, sage ich mal, ist auch schon vorbei, das reihen sie ja fast schon. Kürbisgemüse kann man schon langsam wieder runterfahren. Weich gegart soll es sein, aber einen leichten Biss wollen wir noch. Wie man hier bis heute nicht draufgeschrieben hat, ist es ja ein bekanntes Kürbiskraut. Das Chili ist jetzt noch nicht drinnen, weil war es jetzt die ganze Zeit schon drinnen und damit durchziehen, dann könntest du eigentlich die Schärfe zu Hause nicht mehr kontrollieren. Deswegen tue ich es am Schluss rein, die letzten 5 Minuten. Das reicht immer noch locker aus, dass vom Chili die ätherischen Öle, sprich dann auch das Capsaicin, rausgeht und eine milde Schärfe reingeht und für einen kleinen farblichen Kick sorgt. So, jetzt gehen wir bei der Anten ein bisschen auf hier. Selbst, obwohl ich das schon hunderte Male gemacht habe, bin ich ein bisschen vorsichtig gewesen. Aber wie gesagt, lieber geduldig und langsam Jawohl, 2-3 Minuten noch und dann geht es auch schon ans Würzen und ab zum Chillen in den Ofen.
zwei Sachen zum Würzen. Da scheiden sich bei jedem Fleisch und bei jedem Gargut die Geister. So viele Köche, wie wir in Bad Reichenhall haben, so viele Meinungen über das Würzen haben wir wahrscheinlich auch. Davor, danach, mittendrin, der eine spritzt es nur mit irgendwas, der andere nimmt es mit ins Bett und würzt, ich weiß es nicht. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht. Wenn es in der Pfanne ist, dann wird es nicht gewürzt. Und bevor es in den Ofen kommt, würze es. Das reicht völlig aus. Auch in dem Fall wie beim Chili, dass die ätherischen Öle aus dem Pfeffer austreten. Da ist halt auch immer wichtig, dass du einen guten Pfeffer nimmst, dass überhaupt noch was drinnen ist. Nicht irgendein Pfefferrest gemahlen, sonst irgendwas pulverisiert, sondern kauft einen guten Pfeffer. Es ist, wie er auch immer heißt, ob es ein tasmanischer Pfeffer ist oder Langkornpfeffer, was auch immer. Es ist ganz egal, euch muss schmecken, aber die Qualität muss wie bei jedem Lebensmittel passen. So. Jetzt sind wir schon beim Endspurt. Jetzt drehen wir es dann gleich um und dann kommt auch schon der erste Aromat ins Spiel. Ja, wunderbar. Jawohl, das Kraut im Arsch aufs Tempo lassen. Super. So, dann drehen wir das Ganze mal um. Jawohl. Spätestens jetzt sieht man die Fehler des Einschneidens. Ich glaube, ich setze mich auch nochmal auf die Schulbank im dritten Lehrjahr. Ganz so schön habe ich das nicht gemacht. Filigran kann er nicht. So. Aber man sieht wenigstens schon mal mit Vorsicht. Schau her, Marco. Man sieht auf jeden Fall schon mal, dass das schön groß angebraten ist. Hören wird man es jetzt wahrscheinlich nicht, aber das ist auf jeden Fall schon mal knackig und wird ja auch noch. So. Und das Ganze braten wir jetzt nochmal 2 bis 3 Minuten auf der Fleischseite an. Und wie ich versprochen habe, kommen jetzt die ersten Aromaten. Dazu nehmen wir jetzt den Rosmarin, den ich vorher aus Sichtweite gestellt habe dazu. Ihr könnt da wirklich umgehen, wie ihr wollt damit, mit den Kräutern. Ich koche liebend gern mit Kräutern, weil sie einfach den nötigen Kick verleihen. Was ihr aber dazu tut, was euer Geschmack ist, das ist wie bei allem, das ist wie bei Klamotten, bei Frauen, Geschmäcker sind verschieden. Ich stehe in dem Zusammenhang gerne auf Rosmarin, jetzt einen Zitronen-Thymian dazu durch oder Wacholderbeeren oder den vorher erwähnten Pfeffer, wie er will. Vorher hat man noch eine Küchenfee, einen Knoblauch mitgebracht, den habe ich jetzt super in der Küche vergessen. Den stellen wir jetzt einfach vor und später erwähnen wir nochmal, wie toll es nach Knoblauch schmeckt. So machen wir das. So, den Teller dann mal auf Seiten, den brauchen wir nicht mehr. Bevor es jetzt in den Ofen kommt, wir Gastronomen haben ja solche tolle Warmhalteöfen, bekannteste nennen sich Holdomat, ihr zu Hause habt einen Umluftofen. Was die Temperatur und die Gardauer betrifft, bei mich habe ich festgestellt und ich glaube, das ist halt einfach unumgänglich, heißer als 180 Grad würde ich es niemals reintun, das schockt das Fleisch zu sehr und länger als 20 Minuten auch nicht, weil danach soll es in 3-4 Minuten ein bisschen ruhen abgedeckt und wir wollen ja durchgehend, ich nenne es mal einen Medium-ähnlichen Gargrad, der einfach rosa durchgeht und deswegen würde ich zu Hause bei Umluft 150 Grad machen, zwischen 15 und 20 Minuten, je nach Größe. Mei, da spielt die Erfahrung halt dann mit, da gibt es keine Faustregel genaue. In meinem Fall lebe ich ganz gut damit mit 120 Grad, das ist aber auch das Höchste, was das Gerät kann. Deswegen habe ich die Temperatur heute gewählt und deswegen angepasst 20 Minuten und dann schauen wir mal ganz einfach, wie es wird. Wenn es jetzt in der Pfanne durchs Einschneiden oder durch eine eher mindere Fettschicht nicht ganz so schön knusprig geworden ist, dann könnt ihr gerne die Grillfunktion zuschalten. Muss aber nicht. So, jetzt nehmen wir nochmal den Geschmack mit vom Rosmarin. Können wir da schon mal ausmachen. So, dann platzieren wir uns jetzt da unten drunter 2 Stück. So, dann platzieren wir da schön die Entenbrust drauf. Und du, mein Freund, darfst auch noch oben drauf. Jawohl.
die restlichen Fetten nehmen wir natürlich mit. Weil es ist ja Geschmack pur. So, lala. Dann kippt das Ganze jetzt in den Ofen. Jetzt wird kurz, wie vorher gesagt, die Kontaktdaten von Marco eingeblendet. Und dann sehen wir uns schon wieder zu den Beilagen. Bis gleich. Grüß euch, da sind wir schon wieder und weiter geht's. Das Kürbiskraut habe ich euch schon erklärt. Die Entenbrust dauert noch ganz kurz. Deswegen kommen wir jetzt zur Beilage. Die Innviertler, / oberösterreichischen Grammiknädel. Die dauern ungefähr, ja, fast genauso lang wie die Garzeit von der Anten. Ein bisschen länger, aber da wir die Anten dann eh noch präparieren und euch schön aufschneiden, damit 6 bis schön Rose in der Mitte ist, da wir die jetzt schon mal rein. 15 bis 20 Minuten. Knapp unterm Siedepunkt, ein bisschen sprudeln darf schon. Das tut es jetzt. So, dann nehmen wir uns die nochmal kurz abformen. Nochmal schauen, dass keine Risse drin sind, alles verschlossen ist. Wir wollen nicht, dass die gute Geschichte dann aufplatzt. Und der erste. Und der zweite. So, meine Freunde. Viel Spaß beim Schwimmen. Ich hoffe, ihr habt das Seepferdchen wenigstens. So. In der Zwischenzeit, bis die Ente jetzt fertig ist, die dauert jetzt noch 5-6 Minuten im Ofen. Dann werden wir es mal ganz kurz, 2-3 Minuten, ein bisschen chillen lassen, abgedeckt mit Alufolie und dann schneiden wir es auf. Erkläre euch schon mal, wie man diese Innviertler Grammelknödel macht. Generell, wenn ihr Fragen habt zu den Rezepten, Anregungen, Sonstiges, Wünsche fürs nächste Kochvideo, was in 14 Tagen ist, einfach Salzkantine auf Facebook oder Instagram mich anschreiben. Ich werde das Ganze so zügig wie möglich beantworten und ja, dann steht am Nachkochen oder im nächsten Kochvideo nichts im Wege. Wie habe ich jetzt diese Knödel gemacht? Ganz einfach, mehlig kochende Kartoffeln gescheit, in reichlich gesalztem Wasser, fast schon zerfallend weich gekocht, auf ein Sieb abgeschüttet, dann habe ich das Ganze ein bisschen ausdampfen lassen, ein bisschen über Zimmertemperatur, aber wenn es zu heiß ist, wird es zu kleistrig und hat nur zu viel Wasser drin, also gut ausdampfen lassen. Durchgedrückt in eine Schüssel, habe einen Eidotter dazu getan, mit Salz und Muskat gewürzt, dann ein bisschen Mehl dazu. Die originalen waren jetzt eigentlich mit einem Grieß, aber ich bin hier in der Kantine, ich mache natürlich ein Leberkassemmerl, Butterbrezel und so weiter und da ist mir Gebäck überblieben, also habe ich mir das schön durchgerieben und habe das stattdessen verwendet. Wird auch wunderbar. Weil wir gerade bei Saline sind, wie gesagt, ich bin ja hier in der Werkskantine vom Reichenhaller Salz. Alles Salz, was ich hierher genommen habe, ist natürlich Reichenhaller Salz. Das Beste auf der Welt natürlich, das muss man schon sagen. Und ja, wer hat die besten Kontakte, wenn nicht ich? So, die Knödel sind jetzt drinnen und zirn. Wunderbar. 10-12 Minuten noch. Und jetzt können wir schon zum nächsten Part übergehen und das ist ja fast mit der erfreulichste, wenn es ums Kochen geht, und zwar ist es das Trinken. Heute habe ich dazu ausgewählt einen Weißwein. Den muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gestellt gekriegt, worüber ich mich sehr freue. Ist ein sehr guter oder sehr gutes Weingut. Und zwar ist es ein gelber Muscatella von dem Weingut Thomas Heider in Neusiedl am See im Burgenland, das uns jetzt meine Weibe, die Alex, einschenkt zum Verkosten und zum Dazutrinken. Ihr könnt natürlich auch einen Rosé oder einen leichten Roten dazu trinken. Das könnt ihr machen, wie es euch beliebt. Mir passt der geschmacklich ganz gut dazu. Nicht, weil ich einen Gesteig gekriegt habe. Ich hätte auch noch andere Weine. Dankeschön. Ja, sehr fruchtig. Ah, passt super gut dazu. Bevor es wieder gehst. Pussy. Also, falls jetzt da gleich Kritik kommt, wegen Corona. Ich weiß, ich habe heute da früh das Bett gemacht von uns beiden, das heißt, wir sind aus demselben Hausstand. Ja, also, bitte keine Kritik. Und wenn dann, @Salzkantine. Wer das im Übrigen bei Instagram oder Facebook noch nicht geliked hat,
dann wird es jetzt Zeit. Folgen, folgen, folgen und liken, damit ihr beim nächsten Video dabei seid. So, die Knödel dauern jetzt noch gute 7 Minuten. Jawohl, ich bin ein bisschen mit der Temperatur zu weit runtergegangen. Halten auch wunderbar, das ist einmal das Wichtigste. Das Kraut heizen wir jetzt auch wieder ein bisschen an. Das habe ich zwischenzeitlich ein bisschen runtergefahren, weil man nicht das ansetzt. So. Und dann bringen wir jetzt mal die Ente zum finalen Chillen. Ah, wunderbar. Ah, ich sag's euch, wie das schon duftet. Ich glaube, das sagt jeder Fernsehkoch. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ich stimme nicht mit vielen überein, was die oft verquatschen, aber das definitiv. Der Ofen ist noch schön warm. Da lassen wir das jetzt einfach 2-3 Minuten zirren. Das Kraut sieht wieder gemütlich warm. Wunderbar. Die Knödel sind in 5 Minuten soweit. Marco, du schaust schon her, oder was schaust du da und hin? Schick warm, gell? Sag einmal, im Filmgeschäft oder auf die Bühnen darf man Kulisse sagen, gell, oder? Kulisse, oder? Ich glaube, Kulisse heißt das. Fast schon Fremdwort. Ja, jetzt kann ich eigentlich auch verraten, wer dafür verantwortlich war. Und war ist das ein Späzel von mir, der hat einen Malermeisterbetrieb in Traunstein, das ist der Röhling-Migi. Und der hat mich bei der Farbe beraten und hat dann natürlich das Ganze auch durchgeführt, weil ich bin Koch und Streichen ist jetzt nicht so meins gewesen. Also ich wollte mir nicht dreckig machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der hat das, glaube ich, ganz tadellos hingekriegt. Und das Ergebnis sieht man da. Ach so, ja genau, die Kontaktdaten von ihm. Die haben wir euch jetzt rein. Hello again, da sind wir wieder. Die Knödel haben's, das Kraut ist warm zu. Das darf man jetzt bloß noch ganz kurz finalisieren, wie ich gesagt habe. 2-3 Minuten vom Anrichten. Da haben wir ein bisschen Chili rein. In dem Fall sind das Chili-Ringe. Das ist schon ganz gut zu dem feingeschnittenen Gemüse. Und wenn wir schon in der Steiermark sind, dann haben wir noch ein paar Kürbiskerne dazu. Passt natürlich zum Kürbisfleisch, der wird davor angeröstet und mit Salz bestreut. Das passt wunderbar dazu. Es gibt noch einen Crunch im Kraut. Wunderbar. So. Ne, da tun wir noch schnell raus. Wunderbar. Nichts zerfallen, schön stabil. Trotzdem fluffig. Genau so muss es sein, meine Lieben. So. Jetzt, wenn man Küchenhilfe hätte, gell? Die Ente, da haben wir sie auch schon. Hat jetzt genug gechillt. Da ist das gute Stück. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ihr Lieben. Ich glaube, da ist jeder Koch aufgeregt, ob man nun hunderte von diesen netten Brüstchen gebraten hat oder nicht. Die Männer stehen ja da oft unter Erfolgsdruck, wenn es um Brüste geht. Also von dem her schauen wir mal. Saftig ist es auf jeden Fall. Ah, das schaut mir gut an. Genau die richtige Zeit nochmal gehabt. Schön. Ja, wunderbar. Wie gesagt, da spielt oft einmal die Erfahrung mit. Der eine mag es auch ein bisschen mehr rosa, der andere mag es ein bisschen mehr ja, durch. Benutze ich ganz ungern. Also am schönen Fleisch vor allen Dingen ist auch dann der Essgenuss weg. Und jetzt lassen wir es nochmal ganz kurz, dass es sich hier sammelt. Müssen wir es anrichten. Wunderbar. Super saftig. Wie man sieht, es läuft nichts mehr raus. Perfekt. Fangen wir mal mit dem Kraut an. Na,
Zeiten soll es ja auch sehen, oder? Oder da? Chili ein bisschen besser verteilen. Ja, und beim Anrichten, wie ihr Lust und Laune habt. Sollen wir mal ins Innere schauen von dem Grammiknödel? Ich glaube, das kann man so. Ja, wunderbar. Schaut's her, da sitzt die Grammeln. Ha, da fällt mir auf, das habe ich gar nicht vorher erklärt. Gell? Grammeln, in dem Fall habe ich einen schönen Berzgarner Bauchspeck genommen. Hab den auslassen. Das heißt auch wieder bei niedriger, mittlerer Temperatur. Vom eigenen Fett Flüssigkeit verdunsten lassen, dass nur noch der geröstete Speck über war, in Würfel geschnitten. Und dann bin ich hergegangen und habe einfach nur Schalotten mit angedünstet und am Schluss mit Petersilie ein bisschen das Ganze verfeinert. Und das war die Füllung. Viel Würzen braucht es bei der Füllung nicht bei den Grammeln, weil Speck ist salzig genug. Und ich finde großartig, mein Pfeffer braucht man nicht runter, weil es ist eher ein bisschen Muskatnuss in der Knödelmasse drinnen und die wollen wir auch nicht überdecken. Dann haben wir uns noch ein bisschen frische Kresse drüber. Ist nicht teuer, schmeckt super. So. Und dann, ihr Lieben, habt ihr es endlich geschafft? Rosa gebratene Barbarie-Entenbrust an bekannten Kürbiskraut und Grammelknödel aus Oberösterreich. Viel Spaß beim Nachkochen. Lasst euch schmecken. Servus.